Ich wünsche einen schönen Vormittag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Error. Das Thema, wieder ein wunderschönes Wien-Thema, und zwar das Wien Marketing Center. Ich bin schon sehr gespannt drauf und möchte gerne an dieser Stelle recht herzlich den Viktor Muntian von der Wien begrüßen. Er ist Channel Marketing Representative bei der Wien und natürlich auch Ihren Ansprechpartner bei uns, den Marco Sterling, den kennen eh alle, der ist ja sehr umtriebig. Meine Wenigkeit, Rainer Hornacek, ich bin Ihr Partner Sales Manager. Ja, um was geht's denn jetzt grob einmal zusammengefasst? Das Wien Marketing Center, abgekürzt VMC, bietet die schnellste Möglichkeit, die richtigen Botschaften von der Wien zu übermitteln. Es gibt einen großen Vorteil, mit diesen einfachen Tools können Sie das Lead Management generell für das Wien Business verbessern. Und wir unterstützen Sie mit zielgruppenorientiertem Marketing, erstklassigen Tools für digitale Marketingstrategien mit einem Expertenteam. Kurze Agenda, bevor ich dem lieben Viktor den Präsentermod gebe. Also es geht einmal, was ist das VMC überhaupt? Dann gibt es eben vorgefertigte Marketingkampagne mit einer Live-Demo, ist mal ganz wichtig, und bewährte Praktiken. Gut, wenn Fragen sind, bitte wie immer, Sie kennen es, einfach über das Fragepanel zu stellen. Gut, Viktor, dann übergebe ich mal an dich. Vielen Dank, Rainer. So, hallo zusammen. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Viktor. Ich bin Channel Marketing Representative bei Wien und Teil des Wien Marketing Concierge Teams. Unser Team ist dafür verantwortlich, Partnern bei der Navigation auf der Wien Marketing Center Plattform zu helfen, Marketingkampagnen zu starten, die am besten geeigneten Inhalte für Sie zu finden, die Leistung der Kampagnen zu analysieren und so weiter. Und heute werde ich Ihnen einen weiteren Vorteil unseres Pro-Partner-Programms vorstellen, die Wien Marketing Center Plattform und wie Sie als unser Partner davon profitieren können. Was ist also das Wien Marketing Center? Es handelt sich um die Plattform, die Teil des Pro-Partner-Programms und des Pro-Partner-Portals und ist und eine breite Palette verschiedener vorgefertigter Sales- und Marketing-Assets enthält, die Sie mit einem Co-Branding versehen und entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen anpassen können. Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört oder sie sogar schon genutzt, um es kurz zu machen. Die Plattform hat drei Hauptvorteile. Sie hilft, die Zahl der Kunden zu erhöhen, Leads zu generieren und einen schnelleren Verkaufszyklus zu erreichen. Und all das ist möglich, weil Wien Marketing Center Ihnen gebrauchsfertige Inhalte und verschiedene Tools für das digitale Marketing bietet, wie zum Beispiel Content Syndication für Webseiten, soziale Medien, Bannerwerbung, E-Mail-Marketing und vieles mehr. Damit Sie das Konzept besser verstehen, möchte ich Ihnen eine kurze Demo der Plattform zeigen. Okay, jetzt sind wir in das Pro-Partner-Portal. Um Zugang zu das Wien Marketing Center zu haben, gehen wir hier auf Marketing, Marketing Center und diese ist die Home-Seite des Plattforms. Das erste Schritt, das man machen muss, wenn man das erste Mal, dass auf das Plattform einkommt, sind die Konto einrichten. Hier müssen die Partners ihre Unternehmensdaten einfüllen. Also alle Felder von hier müssen ausgefüllt sein mit das Name, die Kontaktdaten, das Logo und alle Informationen. Nach alle Felder ausgefüllt sind, speichern Sie die Informationen. Und Sie können eigentlich jede Kampagne oder jedes Wien Marketing Asset von der Plattform nutzen. Dieses Tab wird auch mit grün markiert sein, nachdem Sie die Informationen gespeichert haben. Jetzt haben wir das Kampagnen-Tab. Das Kampagnen-Tab ist eigentlich der wichtigste Tab. Hier haben wir alle integrierte Kampagnen. Wir haben eine spezifische integrierte Kampagne für jedes Wien-Produkt oder Solution. Für heute können wir
Die Kampagnen sind auch lokalisiert und für heute können wir eine Kampagne auf Deutsch nehmen. Win Data Plattform ist eine von den neuesten Kampagnen, also wir können das für heute wählen. Klicken wir auf Sie und hier sehen wir einen Vorschau des Content. Also diese Kampagne umfasst auch, es ist geteilt in zwei verschiedene Tabs. Wir haben die Marketing Assets als auch die Verkaufsassets oder die unterstützende Ressourcen. Wir haben hier zwei Optionen. Wir können entweder das ganze Content von hier herunterladen oder die Kampagne direkt von das Wien Marketing Center zu aktivieren. Wir als Concierge-Team empfehlen wir eigentlich hier das Kampagne direkt von das Marketing Center zu aktivieren. Klicken wir hier. Ich habe diese Kampagne schon offen auf mein Wien Marketing Center Konto. Also ich werde das wählen. Und jetzt sehen wir das ganze Content des Kampagnens. Also erstens haben wir eine Zielseite. Jede Kampagne hat ihre spezifische Zielseite, die eigentlich verbunden mit allen Marketingaktivitäten ist. Wir können einen Vorschau dieses Zielseite sehen, wenn wir dieses Link von hier kopieren und das in einen neuen Tab öffnen. Öffnet uns die Kampagne. So schaut diese aus. Es ist auch gebrandet mit euren Unternehmenslogo und die Kampagne hat einen Formular. Dieses Formular hilft euch eigentlich, ihre Datenbasis von Kunden zu vergrößern und neue Leads zu generieren. Weil jedes Mal, wenn ein neuer potenzieller Kunde ihre Daten hier ausfüllt, sie werden diese Daten haben. Nur sie haben normal Zugang zu diesen Daten. Und so eigentlich generieren sie neue Leads. Okay, um zurückzugehen. Gehen wir hier auf den Promoten und Pflegen. Hier im ersten Teil haben wir das E-Mail-Marketing. Also wir haben hier verschiedene E-Mail-Templates und eigentlich man kann direkt einen Mass-E-Mail senden von das Wien Marketing Center. Man muss eigentlich nur eine Mailingliste haben. Ich werde kurz einen Vorschau mit Ihnen teilen. So schaut eine E-Mail aus. Wie man sehen kann, es ist auch gebrandet. Also man hat das Unternehmenslogo als auch die Unternehmensdaten hier im Footer. Und dieses E-Mail enthält auch dieses Call-to-Action-Button, der eigentlich mit dieses Link der Zielseite verbunden ist. Okay. Zweitens haben wir die Banners. Diese sind eigentlich spezifische Banners für Website oder auch E-Mail-Marketing. Wie man merken hat, wir haben hier zwei verschiedene Größen. Eine große ist diese 300 auf 250. Diese sind für die Webseiten. Und die 668 auf 125 sind für die E-Mail-Unterschriften, für die E-Mail-Signaturen. Es ist eigentlich sehr einfach, man muss nur hier klicken. Es öffnet uns einen Vorschau und wenn wir auch mit der Bearbeitung fortfahren, wir können das Bild herunterladen und dann auf die Webseite hinzufügen. Okay, und hier im drittens haben wir die sozialen Medien. Wie man sehen kann, wir arbeiten mit drei verschiedenen sozialen Medien-Channels. Wir haben Twitter, Facebook und LinkedIn. LinkedIn ist eine von der bekanntesten sozialen Medien in dieses Business-Feld. Also wir können das als Beispiel nehmen, aber alle eigentlich wir wirken und in technischer Seite werden aktiviert sein. Also wir können hier klicken und wir sehen einen Vorschau des Kampagnens. Jede von diesen ist eine individuelle Post. Diese hat ein spezifisches Datum als auch einen Text
und ein grafisches Material. Das Einzige, das man machen muss, ist nur das Unternehmenskonto, also Ihr Unternehmenskonto als Partners, Ihr LinkedIn-Unternehmenskonto, mit unserer Plattform zu verbinden und das Konto autorisieren. Und danach, die Posten werden eigentlich automatisch von unserer Plattform gepostet. Sie müssen eigentlich für jede Post das Datum und Zeit wählen und das ist es. Man muss nichts extra machen. Sie werden automatisch gepostet nach der das gewünschte Plan. Okay, das ist mit die sozialen Medien. Im zweiten Teil hier haben wir die unterstützende Ressourcen. Hier haben wir verschiedene Formate der Ressourcen wie Leitfäden, Datenblätter, Pitch Decks, White Papers und Videos und auch andere, wie zum Beispiel Datenblätter oder Infografiken, gebrandete Videos. Wir haben viel mehr. Ich werde euch das auch kurz zeigen. Also diese sind, Ressourcen, die ihr mit euren Kunden teilen können. Sie können von hier das leicht herunterladen und mit euren Kunden diese zu teilen. Zum Beispiel, Sie können einen White Paper als Anhang zu einer E-Mail-Kampagne nutzen oder einen Pitch Deck als Präsentation mit den Kunden teilen. Es sind verschiedene Methoden, um diese zu nutzen. Okay, um alle Marketing-Ressourcen, die wir eigentlich in das V-Marketing Center haben, zu sehen, können wir hier klicken und auf vollständige Bibliothek klicken. Und jetzt öffnet uns eigentlich alle Ressourcen, die wir in das Marketing Center haben. Wie Sie sehen können, diese sind geteilt nach verschiedenen Formaten. Und Sie können entweder diese nach das Typ suchen oder diese nach spezifisch, also diese Filter nutzen. Sie können auch nach Ressourcen suchen, nach Schlüsselwörtern. Zum Beispiel, wenn wir hier Ransomware schreiben, es werden uns zeigen alle Ressourcen, die wir an dieses Thema haben. Also Werbebanner, Zielseiten, E-Mail-Templates, Online-Event-Kits für Webinars, White Papers, als auch Videos. Sie können merken, dass dieses Video ist mit gelb markiert. Also wenn wir zurück hier gehen auf vollständige Bibliothek und das Video wählen. Diese, die mit gelb markiert sein, sind gebrandet. Es schreibt auch in das Titel von diese. Also es sind auch Produkt wie im Produkt Videos, aber ihre Unternehmensdaten kommen auch in das Video vor. Die Plattform wird automatisch diese kobranden, wenn sie das aktualisieren, wenn sie diese Videos aktualisieren und bearbeiten. Okay, eine andere Methode, dass wir für das Website-Marketing haben, ist Content Syndication. Wenn Sie hier klicken, sehen wir hier die Content Syndication Seiten. Diese sind eigentlich schon gefertigte Seiten, die wir für unsere Partners gemacht haben. Wir können zum Beispiel diese erste als Beispiel nehmen. Ich habe schon diese geöffnet auf mein Konto. Also ich werde hier klicken und es führt uns direkt zu die Einstellungen der Seite. Also so schaut diese aus. So schaut die Seite aus. Und die Seite ist auch lokalisiert. Also wir haben diese Seite in verschiedenen Sprachen. Diese ist für diese deutsche Variante. Die Bearbeitung von dieser Seite ist eigentlich einfach. Man muss nur dieses komplettes iframe-Code kopieren und im den Backend ihrer Webseite hinzufügen. Wenn Sie einen mehr detaillierten Vorschau der Seite sehen wollen, können wir das URL von hier kopieren und das in einen neuen Tab öffnen. Und so schaut die Seite aus.
Dies ist eine schon gefertigte Content Syndication Seite, die von unserem Content Team aktualisiert ist. Also die Information von hier ist aktuell. Wie man sehen kann, es ist auch co-branded. Ihr Unternehmenslogo ist hier. Und die Seite enthält auch diese Call to Action Buttons, die eigentlich verbunden mit Formulare sind. Diese sind auch für Lead-Generierung. Okay, das war's auch mit das Content Syndication. Hier im Tab Marketing Schulungen, wenn Sie hier gehen und auf Anleitungen für das Marketing Center, Sie werden kurze Videos finden. Diese sind Videos für jede spezifische Marketingaktivität. Es sind kurze von 3 bis 5 Minuten Demo-Videos, wie jede Kampagne, jede Aktivität zu einmachen und zu optimisieren. Sie haben das auch im schriftlichen Material, im PDF. Sie können das von hier herunterladen. Hier haben Sie verschiedene Beispiele von Webinars an Ransomware, Online- und Offline-Marketing, das Swim Marketing Center und andere interessante Themen. Noch eine wichtige Ressource wurden die Success Stories. Also wenn Sie hier gehen und auf vollständige Bibliothek klicken, Sie haben dieses Tab hier, die Success Stories. Hier sind verschiedene Success Stories von unseren Partners. Es sind von verschiedenen Regionen, sind eigentlich die Geschichte des Partners und welche Benefits sie bekommen haben von der Nutzung des Swim Marketing Centers. Okay, das war einen kurzen Demo des Plattforms. Zurück zu unserer Präsentation hier. Das Swim Marketing Concierge Team. Wir sind ein Team von Marketing-Experten, das sie eigentlich bei der Durchführung von Kampagnen und jede Marketingaktivität über das Swim Marketing Center unterstützt. Wir werden euch helfen bei den Einrichtungen des Marketingkontons, Auffinden geeigneter Inhalte und Kampagnen, Auswertung von Kampagnenergebnissen, als auch technischer Support bei Errors oder defekten Links haben. Also bitte an uns für jede Frage oder jede Errors zu wenden. Hier ist ein Slide. Auf dieser Slide sehen Sie meine Kontaktdaten. Bitte nehmen Sie diese aus, wenn Sie mehr über die Möglichkeiten von das Swim Marketing Center erfahren möchten oder wenn Sie planen, eine Kampagne mit Swim zu starten. Ich organisiere gerne ein Gespräch mit Ihnen, um Ihnen im Detail zu zeigen, wie man eine Kampagne einrichtet, startet, analysiert und andere. Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu den Marketingaktivitäten von Swim im Allgemeinen und der Swim Marketing Center Plattform im Besonderen haben. Das war alles von meiner Seite. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Danke. Falls du was sagst, Rainer, du bist gemutet. Oh ja. Vielen Dank, Markus. So, der Fluch des Mutens. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, Viktor, für den interessanten Einblick in das E-Marketing Center. Ich denke, da ist für jeden was von unseren Partnern dabei. Ja, folgt uns bitte. Wir sind sehr aktiv auf den sozialen Medien.
Victor hat es ja auch angesprochen, auch ihr nutzt ja sehr intensiv LinkedIn. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich sage das größte Business-Netzwerk. Also da gibt es auch diese Folge dann mittelfristig auch zum Nachschmökern. Gut, wenn es Fragen gibt, wie gesagt, Victor oder Markus oder meine Wenigkeit. Ich bin, wie gesagt, Rainer Warnatschek, Partner Sales Manager, hier auch nochmal meine Kontaktdaten. Ja, und damit sage ich recht herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank nochmal an dich, Viktor, Markus. Und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights PR wieder begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Schönen Tag und schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.